Moin zusammen. In diesem Video-Tutorial möchte ich euch kurz erklären, wie ihr die OpenPlotter MCS-App auf eurem Raspberry Pi mit Basta installiert. Ich habe hier einen Raspberry Pi 4 mit vorinstalliertem OpenPlotter und das ist die OpenPlotter Settings-App, über die ihr die anderen Apps installieren könnt und hier ist standardmäßig die MCS-App erstmal nicht drin. Die müsst ihr einmalig händisch selber installieren. Dafür gibt es zwei Wege. Entweder ihr ladet euch bei Cloudsmith einmalig das Package selber runter. Das findet ihr unter cloudsmith.io und dann Thomas Gersmann OpenPlotter MCS. Das könnt ihr jetzt hier runterladen und dann direkt auf dem Basta installieren. Alternativ könnt ihr das Ganze auch über das Terminal machen. Dazu findet ihr die Befehle in der Kurzanleitung, also in der Installation Guide ist das Ganze auch nochmal beschrieben und hier findet ihr auch die Befehle zum Installieren über die übers Terminal. Dazu laden wir das Ganze jetzt erstmal runter. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr es noch installieren. Das machen wir auch direkt. So, das war's auch eigentlich schon. Jetzt wurde die App installiert und ihr findet die unter Menü OpenPlotter MCS. Beim ersten Start, das heißt, wenn ihr die App erste Mal startet, wird ein Post-Installation-Script ausgeführt. Das heißt, die App richtet sich quasi erstmal auf dem System ein. Das müsst ihr jetzt einmal durchführen, also Start klicken. Das dauert dann einen kleinen Moment. So, das war es dann auch schon. Jetzt ist im Prinzip alles für die App eingerichtet. Zusätzlich wollt ihr ja wahrscheinlich auch den Canvas, also NMRA 2000 nutzen. Dafür müsst ihr noch die Can-App von OpenPlotter installieren. Das habe ich in diesem Fall schon getan. Wenn ihr es aber macht, einfach auswählen, auf Install klicken und einen Moment warten. Auch diese findet ihr jetzt hier wieder. Und um die einzurichten, müsst ihr den Reiter MCP 2515 auswählen und auf Add MCP 2515 Device klicken. Ich habe das hier in diesem Fall schon gemacht. Ihr wählt jetzt hier Connection SP1, Oscillator 16000000 und als Interrupt GPIO wählt ihr 25. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die App wieder schließen und müsst als nächstes euren Raspberry einmal neu starten. Dazu einmal alles schließen, Shutdown und Reboot klicken. Nachdem der Raspberry nun neu gestartet ist, könnt ihr die MCS-App starten und grundsätzlich sollte jetzt erstmal alles laufen. Um das zu überprüfen, könnt ihr einmal hier auf Support klicken. Hier sollten nun Available MCS CAN Interfaces, einmal das CAN 0 auftauchen und Available MCS Serial Interfaces TTIS C0 bis TTIS C5. Wenn das der Fall ist, sind erstmal alle Schnittstellen verfügbar und die App läuft soweit. Da die App ja nun auf dem System installiert ist, findet ihr diese zusätzlich im Plotter Settings wieder. Das heißt, nachdem das Post-Installation-Script einmal ausgeführt wurde, findet ihr unter den OpenPlotter-Apps auch die MCS-App. Wenn ihr das System jetzt updatet, über OpenPlotter-Settings wird die MCS-App automatisch immer mit auf dem Stand gehalten. Wir haben hier zum Beispiel die 212 eben installiert. Die neueste ist die 213. Wenn ich jetzt hier Add Sources, Update Candidates mache, ist gleich auch die App auf dem neuesten Stand.